willkommen. Kontakt zum Jenseits, unser Star-Medium hilft. Das ist mein heutiges Thema. Und wenn Sie meine Sendung verfolgen, dann wissen Sie, dass ich öfters Themen behandle, die etwas damit zu tun haben, was so zwischen Himmel und auch Erde passiert. Und mein heutiger Gast ist ein ganz bekannter Mann. Es ist Paul Meek. Erstmal herzlich willkommen, Paul. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr und empfinde das auch als Ehre, dass Sie bei mir sind. Paul, wenn ich meine Sendung das Star-Medium hilft nenne, da haben Sie schon ein Problem mit, ne? Wenn ich Sie als Star-Medium bezeichne. Ne? Natürlich, weil es in meiner Meinung, es gibt keine Stars sowieso. Man ist begabt oder man hat großes Glück. Und ich habe eine Aufgabe als Medium, einfach die Wahrheit zu verbreiten. Es gibt natürlich keinen Tod. Wir sind hier in der physischen Welt, aber die physische Körper ist nur ein Fahrzeug für die Seele, für den Geist. Ah, Sie sagen, und das ist unversterblich, das lebt immer lebt nach dem weiter. Tod. Und deswegen haben Sie in irgendeiner Form Fähigkeiten, dass Sie so eine Art Kontakt aufnehmen mit Menschen, die vielleicht in unserer Umgebung verstorben sind. Ja, ja? Aber ich muss erklären, dass ich kann nicht zu den Toten gehen. Die müssen zu mir freiwillig kommen. Ich habe nicht auf Kommando eine holen. Die müssen einfach freiwillig kommen. Und die kommen freiwillig, weil die möchten uns zeigen, dass die sind da, die lieben uns noch und die haben noch Interesse in unser Leben. Die teilen mit in unser Leben. Sie haben in Ihrem Buch einen wunderbaren Satz, haben Sie geschrieben, steht zum Beispiel, Paul Meek ist wie eine spirituelle Telefonzentrale zwischen den Verstorbenen und den Hinterbliebenen. Muss ich mir das so vorstellen, wenn im Grunde genommen die Seelen der Verstorbenen zu Ihnen sprechen? Muss ich mir das wirklich als Sprechen vorstellen? Oder wie empfangen Sie die sogenannte Botschaften? Es ist so, ich empfange die geistige Welt, die können nicht mit mir sprechen wie du. Du kannst mit mir reden, weil du hast Stimmbänder. Du hast den physischen Körper. Und wenn man eine feinstoffliche Körper hat, dann hat man natürlich keine Stimmbänder. Das geht alles durch eine Art Telepathie. Also mit die ganzen Gedanken, mit den Gefühlen, und dann kann ich Stichworte bekommen in meinen Kopf. Also, und dann haben wir dann einen Kontakt. Manchmal kann ich bildlich was sehen, ich mache die Augen zu und dann sehe ich ein Bild und dann kann ich natürlich das beschreiben. Aber die geben mir die Erinnerungen, wie die aussah in der physischen. Ach so, also es ist im Grunde genommen, man kann es nicht hören wie beim Telefonieren, aber man kann Dinge erfühlen, sich vorstellen. Ja, und man hört schon, aber das ist eine Stimme im Kopf. Das ist, also wenn du mit mir sprichst, wenn ich so mache, dann kann ich deine Stimme nicht mehr hören. Aber wenn ich eine Stimme höre von jenseits, ich mag so, ich höre immer noch die Stimme, weil es innerlich ist. Okay, Paul, du kommst aus, jetzt bleiben wir beim Du, du kommst aus England, richtig? Lebst aber mittlerweile in Deutschland. Und es ist nicht so, dass du sagst, okay, jetzt nutze ich mal die Fernsehsendung, damit ich neue Kunden bekomme. Es ist nicht möglich, um Gottes Willen, dass man zu dir kommt und sagt, bitte hilf mir jetzt, ich habe ein Privatproblem und ich brauche deine Hilfe, um Kontakt zu haben. Also das ist natürlich so, dass ich kann jeder Mensch in Deutschland, ist ein großes Land. Ich kann nicht jeder Mensch sagen, komm zu mir für eine Sitzung. Aber meine Aufgabe ist, zu helfen, wo ich helfen kann. Und zu erklären, was Tod eigentlich ist. Weil viel ist es so wischiwaschi in Deutschland. Die Kirche, die sagen, ja, die Seele lebt weiter, aber kein Mensch weiß, was die Seele eigentlich ist. Und wie das alles weitergeht. Also eine Art Aufklärungsarbeit, die du da leistest. Ja. Okay. Wir haben heute Gäste eingeladen, die mir geschrieben haben, die mich angerufen haben, die sagen, wir kommen mit dem Verlust nicht klar. Wir wollen versuchen, einen Kontakt herzustellen. Du hast eben schon erwähnt, es ist nicht einfach, dass man plötzlich genau den Verstorbenen trifft. Du wartest auf Botschaften, du kannst keinen rufen. Die verstorbenen Seelen kommen zu dir. Und es ist, wenn du Kontakt aufnimmst, da gibt es so, ich sag mal, Regeln. Ne? Zwei, drei Sachen, die sollten wir wirklich beachten. Magst du die kurz für uns wiederholen? Ja, dass die Leute, die müssen ja oder nein sagen. Ich möchte Ehrlichkeit. Also ich bin hoffentlich ehrlich mit meiner Arbeit. Also und die müssen ehrlich mit mir sein. Es ist klar, wenn etwas stimmt, oder nein. Und vielleicht müssen die was überlegen. Es ist auch möglich, dass ich bekomme eine Durchsage und die muss nach Hause das nachchecken. Also so, man muss ein bisschen Geduld haben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir fangen mal ganz langsam an. Ich bitte mal den ersten Gast zu mir und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Hier ist mein erster Gast, hier ist Brigitte. Applaus
Ja, ist aufgeregt, ne? Ja. Ganz toll aufgeregt, okay. Du hast ein paar Sendungen schon von mir gesehen, ne? Wo wir was versucht haben mit einem Medium. Paul Meek, weiß ich nicht, ob du den schon kennst? Mhm. Okay. Es geht bei dir, du hast auch ein paar Sachen mitgebracht, um jemanden, den ich persönlich auch kenne. Und ich habe damit wirklich noch eine ganz große Verbindung. Das sage ich nicht, weil du jetzt neben mir sitzt. Und zwar, es geht um deinen Bruder. Und der war in einer meiner allerersten Sendungen. Und den habe ich wirklich nicht vergessen, weil ich denke, wenn man... Wir haben noch ein paar Bilder. Wir gucken noch mal zurück, was er damals bei mir erzählt hat. Okay, gut, mach's ab. Das tut überhaupt nicht weh. Ich kann hier das machen. Das ist korrekt verhalten. Das tut nicht weh. Bist du auch noch ein bisschen weiter unten gepierst? Ja, auch. Ja? Wo denn da genau und wie viel? Ich habe auch an der Vorhaut 16 Stück, die rundherum sind. Warum machst du so viele Piercings? Das ist wie eine Droge, wie eine Sucht. Kein Mensch wird jedem gefallen. Ja. Es gibt aber eine ganze Menge Leute, denen ich gefallen. Mhm. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so weit gekommen. Okay. Dich lasse ich einen Moment in Ruhe. Ja? Und ich glaube, den Herrn Meek auch. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, dann geht's hier los. Und ich glaube, Sie werden auch dann noch überrascht sein. Der Bruder sagt, du... Meek ist bei mir ein ganz, ganz bekanntes Medium und wir versuchen heute in meiner Sendung Kontakt mit den verstorbenen Seelen aufzunehmen und ich habe die Brigitte eingeladen und wir haben es gerade in den Bildern gesehen, du trauerst um deinen Bruder, ne? Du kannst es nicht vergessen. Nein. Mhm. Hast du meine Erinnerungen und meine Liebe zu ihm sind einfach stärker wie der Tod. Mhm. Okay. Und du erhoffst dir von dem Paul Meek, was erhoffst du dir genau? Zu wissen, dass es ihm gut geht. Weil er hat es ja nicht immer einfach gehabt. Mhm. Nur einfach nur das zu wissen, dass er jetzt glücklich ist, wo er ist. Okay, du hast auch ein paar Sachen von ihm mitgebracht, ne? So eine Erinnerung. Ja? Okay. Okay. Dann ziehe ich mich jetzt zurück. Okay, Brigitte. Ich habe jetzt meditiert vor dieser Sendung und ich habe gar nichts gewusst von deinem Bruder. Jetzt habe ich ganz kurz was gesehen und meine Augen sofort zugemacht, weil ich möchte nicht beeindruckt von einem Bild. Aber als ich meditiert habe, habe ich ihn gesehen beim Lachen. Er war sehr lustig, er hat dich oft auf den Arm genommen und er war auch sehr gutmütig innerlich. Das war auch ein sensibler Kerl, obwohl er konnte mit Publikum umgehen und alles, aber das war ein sehr sensibler Mensch. Und mein Bild war von ihm, vor dieser Sendung habe ich meditiert und ich wusste, dass die erste Durchsage hat gelacht. Und er ist sehr glücklich in die geistige Welt. Er hat sehr gelitten hier. Ich weiß nicht, ob das war emotional, aber er hat gesagt zu mir telepathisch, dass mein Leid ist zu Ende gekommen, als er starb. Aber er hat gelitten. Auch innerlich, auch emotional, als gesagt, er war groß und stark, aber innerlich sehr, sehr sensibel. Und was ich gesehen habe in meiner Meditation, war die Ohren. Das habe ich jetzt natürlich gesehen auf dem Fernsehen, dass er hat laute Ringe in die Ohren. Und er hat mir die Ohren gezeigt. Und ich habe das Gefühl, auch als er jung war, als er Kind war, er war immer ein buntes Hund. Insoweit, dass er immer wollte, ist auf die Leute zugegangen. Es ist ein sehr freundlicher Mensch und er kümmert sich jetzt um dich. Also du bist die kleine Schwester und er ist eigentlich auch wie ein Papa. Es ist wie ein Bruder, aber auch wie eine Papa. Und was er sagt, und ich kann das nicht verstehen, aber er möchte einfach dich beschützen. Und nicht, er sagt, mach nicht so einen Blödsinn, wie ich gemacht habe. Mach nicht so Sachen, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Aber es ist irgendwie, er möchte dich beschützen heute. Also es kommt durch ein ganz starkes väterliches Gefühl. Und ich weiß nicht, ich habe ihn gesehen mit der älteren Dame. Also es ist, ob er kommt mit der älteren Dame. Und mein Gefühl war, es kann natürlich Oma sein, ich weiß nicht, aber ich war eine ältere Dame und sie war nicht so ganz schlank. Sie war ein bisschen feste gebaut, also nicht so schlank. Und sie ist auch tot. Und sie ist auch tot. Sie war eine ältere Frau, aber sie war nicht schlank, sie war ein bisschen molliger, ein bisschen fester. Und ich habe sie gesehen und sie kommt mit ihm. Und es ist, ob er lacht und er hat gesagt, er hat sich ganz schnell befreundet in der geistigen Welt. Also er war auch, ob er war in die Zeitung nach seinem Tod oder in einer Magazine. Er zeigt mir irgendwie, dass er sagt, ich wusste nicht, dass ich so bekannt war.
und er zeigt mir etwas, ob du einen Ausschnitt hast von einer Zeitung oder von einer Zeitschrift. Also, und er ist ganz stolz drauf. Also, und dass du an ihm denkst, dass du an, aber du musst nicht traurig sein. Es geht ihm gut. Und das, ich kann ihn nicht wieder auf diese Welt bringen für dich. Aber er ist glücklich in der Geistwelt, er lügt dich nicht an. Er hat keine Schmerzen mehr. Und es ist, ob er war nicht bei sich am Ende. Es ist, ob er, ich weiß nicht, ob er konnte nicht alles hören oder ob er konnte nicht alles mitbekommen, aber hat gesagt, und es ist, ob jemand hat seine Hand gestreitelt, aber er konnte nicht reagieren. Kannst du das nachschauen? Weil was er sagt jetzt, jetzt kann ich alles mitbekommen. Jetzt von seiner Welt kann er alles mitbekommen. Aber es war nicht so einfach, bevor er starb. Und jetzt geht es ihm gut und das ist die gute Nachricht. Und du musst nur schauen, diese molige Frau, sie ist stark. Sie ist nicht schwach. Sie kommt durch, also sie ist stark. Ja, es ist die Oma, aber sie ist eine starke Person und sie weiß, was die Sache ist. Und sie hat gesagt, Kopf hoch, du schaffst das schon. Der Bruder sagt, du hast dein Haare geendet. Ja, ja. Du schaust jetzt ganz anders aus, es gefällt ihm aber. Aber hat mir ein ganz altes Bild gesehen, ein Foto gezeigt, wo du ganz anders aussah. Also, und jetzt lacht er und sagt, und er wollte auch immer eine Veränderung machen. Aber er ist sehr gerne in kurze T-Shirts, er zeigt die Arme gerne. Ob daheim, er war gerne leger. Hast du mich verstanden? Ja, weil ich hatte auch Tätowierung auf dem Arm und er zeigt mir das alles. Okay. Ich habe mal nur eine Frage. Ist ja, er denn auch zwischendurch bei uns oder bei meiner Mama? Er ist bei weil euch. Meine Mama, die leidet auch sehr. Sie leidet auch sehr, aber er ist bei euch. Gib der Mama Bussi. Also ich muss Hochdeutsch reden, ein Küsschen. Ja. Okay? Von ihm. Okay. Dankeschön. Bitte. Wie geht's dir jetzt damit? Das mit der Veränderung Frisur stimmt, ne? Gerade erst gemacht. Gerade ja, erst? Vor einer Woche. Mhm. Das sind dann so Dinge, wo man, da muss was sein, ne? Ich fühle das ja auch manchmal zu Hause, nur man will darüber nicht reden. Wenn man miteinander darüber redet, denken die vielleicht auch, sie spinnt oder so. Ja, nee, ich glaube nicht, dass, also deswegen macht man auch, glaube ich, so Sendungen, dass man, jeder kann an irgendwas glauben, was ist daran schlecht. Und wenn es dir damit besser geht und du dadurch eine Verbindung hast, dann finde ich, ist das ein ganz wichtiger Schritt. Ich sage erstmal Dankeschön, dass du da warst. Ganz liebe Grüße an die Mama, ja? Danke, Brigitte. Einmal darüber raus. Dankeschön. Okay. Paul. Ich habe jemanden im Publikum sitzen, das ist die Irene. Irene, ich verrate jetzt gar nichts, weil ich habe mitbekommen, Paul, dir ist es am liebsten, wenn du gar nichts weißt über die Gäste. Ja, ja. Okay, also ich ziehe mich auch hier zurück und schau einfach mal, wenn Fragen da sind, mach einfach, wie du magst. Okay, ich glaube, ich komme dann zu dir, gell? Und schau mal, ich kann hier sitzen. Und schau mal dann, was ich dann bekomme. Zuerst, du bist sehr, sehr, sehr tapfer. Mein erster Eindruck ist, als ich da geschaut habe, habe ich eine junge Frau gesehen und gespürt. Und sie, ja, sie war, sie ist ein selbst positiver Mensch gewesen. Und sie hat auch, du hast das auch nicht immer so einfach gehabt mit ihr. Ich habe das Gefühl, du hast sie sehr geliebt, aber sie hat ihr Wille durchgesetzt. Und manchmal, man konnte sie nicht sagen. Weißt du, was sie im Kopf hat, wollte sie durch. Aber sie ist sehr, sehr schnell gestorben. Haben Sie meine Tochter alleine gesehen? Ich habe sie nicht alleine gesehen. Ich habe sie einfach, ich habe das Gefühl, es war drei oder vier Leute. Es war ein Bild von mehrere. Ja, das würde stimmen. Es war ein Bild von mehrere, nicht nur ein, aber ich habe die Tochter gesehen hier bei dir. Und wenn ich Fehler mache, dann müssen wir schauen, warum. Es kann natürlich sein, dass jemand in dieser Gruppe hat Probleme im Kopf oder etwas ist gewesen im Kopf. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein komisches Gefühl im Kopf gehabt. Könnte sein, dass eine Verbindung da ist zu der Freundin, ja, die ihre Tochter im Kopf was gehabt hat? Ja. Es kann sein, weil das Problem ist, ich kann auf Kommando, weißt du, das ist immer schlimm, weil manchmal zwei sitzen zusammen und sind befreundet.
befreundet und es kann sein, dass einer kommt durch und deswegen muss ich Ehrlichkeit haben. Aber ich habe eine Frau gesehen und sie hat gesagt zu mir, sie ist deine Tochter. Wenn ich eine Querverbindung habe, dann mussten wir dann schauen. Und habe ich das Gefühl, dass sie wollte ihr Wille durchsetzen. Das kannst du jetzt überlegen. Ja, meine Tochter war sehr willensstark. Und dann habe ich eine Verbindung mit Ausland. Gibt es was mit Ausland? Ja. Warte, weil das ist dann deine Tochter. Wenn deine Tochter hat was im Kopf gehabt oder wenn jemand hat was im Kopf gehabt, dann schauen wir jetzt zusammen. Mhm. Aber mit dieser jungen Frau, die ich gesehen habe, sie war sehr attraktiv. Ja. Also sie war eine sehr hübsche Frau. Und sie hat gelacht und war auch sehr begabt. Sehr begabt. Ich weiß, sie konnte, ich habe das Gefühl, dass sie konnte was machen. Sehr gut. Sie war sehr, sehr, sehr gut mit alles, was sie gemacht hat. Sie war sehr begabt und sie hat auch gerne mir Fotos gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie hat gern fotografiert oder gern wollte irgendwas machen mit Notizen und Fotos. Aber sie hat mir viele Fotos gezeigt. Lass mir dann schauen, aber ich habe sie nicht allein gesehen. Es war 3 oder 4 Personen da. Ja. Und dann habe ich Männer gesehen und es ist Männer dabei. Ich weiß nicht, ob das ist 4 Männer in Spiel oder Männer, die sahen ziemlich gleich aus. Ja. Wirklich, die sahen ziemlich gleich aus. Das kannst du mir jetzt was sagen, und dann vielleicht komme ich dann klarer. Das müssten 4 Chinesen gewesen sein. Ach, aber da sagen alle, die schauen gleich aus, gell? Ja. Das stimmt. Ja. Und die sagen das über uns wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber es war irgendwie in einem Bild 4 Männer und habe gedacht, die sind ungefähr die gleiche Größe, die schauen gleich aus, aber die haben nichts gesagt zu mir. Ich habe diese Männer gesehen, ich habe deine Tochter gesehen, ich habe das Gefühl, ich habe auch jemanden für dich. Und das ist der Komplizierte. Aber es war auch, ob ein Kind dabei ist. Ich ein Kind. Ich kann nicht jetzt sagen, ob es ein Bub ist oder ein Mädchen. Ich habe nur ein Kind gespürt. Also das ist, ob die Tochter war, ob das ist, dass sie war sehr besorgt und die waren alle zusammen. Aber ich sehe, die Tochter habe ich am stärksten gesehen. Aber das ist so, dass man braucht Zeit, in die Details zu gehen und es ist nicht immer so einfach. Aber mit dem Kopf habe ich dann, wenn es eine andere junge Person ist, mit dem Kopf habe ich dann was auch da für sie. Das ist kompliziert, aber deine Tochter ist da. Es muss ein Kind gewesen sein. Also, und ich habe das Gefühl, oder jüngere Person, weil ich habe diese jüngere Energie gespürt und ich habe hier 4 Männer gesehen und die sahen ziemlich gleich aus von der Größe hier. Kannst du das alles überlegen? Eine Verbindung mit Ausland habe ich auf alle Fälle. Es war im Ausland, aber auch ich habe nicht nur meine Tochter verloren, ja, ich habe ja noch mehrere verloren. Die kommen nicht alle auf Kommando. Mhm. Die Tochter, also sie, ich muss jetzt, weil wir haben dann keine Zeit, so ich muss jetzt zu Ende kommen. Ja. Okay, Paul, vielleicht sollten wir das einfach, erstmal herzlichen Dank, einfach nochmal zu mir kommen. Ich kenne jetzt die Geschichte von Irene ein bisschen besser und das ist wirklich schockierend, was sie erleben mussten. Ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und ihre beiden Enkelkinder sind in China ermordet worden. Ja. Mhm. Und diese 4 Männer, an die habe ich jetzt sofort gedacht, die der Paul gesehen hat, das sind die ganze 4 Chinesen, die ihre Familie umgebracht hat. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt knapp 2 Jahre. 2 Jahre. Jetzt muss ich Sie fragen. Ich glaube, das ist immer so eine schwierige Frage. Über einen Verlust kommt man nie hinweg, weil sowas ist so dramatisch und auch so schrecklich. Allein wenn wir das nur hören, wenn man das dann selber erfährt und eine Verbindung zur Familie hat. Haben Sie einen Glauben dran, dass es was gibt im Jenseits? Ja. Haben Sie? Ja. Spüren Sie auch schon mal, viele von meinen Gästen haben gesagt, man kriegt manchmal so Signale oder Botschaften oder hat das Gefühl, Mensch, da hat jetzt meine Tochter oder mein Enkelkind zu mir gesprochen. Spüren Sie sowas? Nein, ich hatte nur kurz nach dem Tod einen Traum und der für mich sehr wirklich war. Und da hat sie gesagt, Mama, ich bin doch da. Mhm. Aber sonst Impulse kann ich nicht feststellen. Mhm. Und der Paul hat das jetzt, und ich bin auch immer froh, ich sage das ganz ehrlich, damit hier nicht so ein Hokuspokus entsteht, wenn Sie sagen, ich kann nur das gerade im Moment
fühlen, erkennen oder als Botschaft empfangen. Ja, und wenn Sie da eine Person haben, die stark war und wenn das auf Ihre Tochter zutrifft, dann freue ich mich schon mal, wenn das wenigstens so ein kleiner Hinweis darauf gibt, dass es im Jenseits auch noch etwas gibt. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass die Kinder und der Schwiegersohn sind nicht bei der Tochter. Wahrscheinlich war sie, sie ist die Bezugsperson und sie möchte dann zu dir kommen. Also und so geht das. Okay. Ganz herzlichen Dank, Irene, auch fürs Kommen. Und ich begrüße gleich meinen nächsten Gast, die auch noch was auf dem Herzen hat. Hier ist die Silke. Herzlich willkommen. So, liebe Silke, auch dich lasse ich jetzt noch 2 Minuten zappeln, dass der Paul schon mal ein bisschen Ruhe hat, ja, sich auf dich einzustellen. Wir verraten gar nichts, um wen es geht, um was es geht. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir wieder da. Also Paul Meek ist heute mein Gast. Er versucht als Medium Kontakt aufzunehmen zu Verstorbenen. Ich muss Sie einmal was fragen, Paul. Ja. Ist das anstrengend? Natürlich. Ja, ne? Ja. Es ist wirklich anstrengend, ne? Ja. Die Falten sind nicht von alleine gekommen. Okay. Eine Sache muss ich auch noch mal wiederholen. Ihr habt euch vorher nur guten Tag gesagt, ne? Ist richtig? Ja. Ihr habt nicht miteinander gesprochen. Nein. Auch hat der von uns hat der Paul auch keinerlei Informationen bekommen. Und was er jetzt sieht, welchen Kontakt er aufnehmen kann, ich lasse euch da am besten in Ruhe. Okay. Also ich weiß nicht, Silke, du schaust eigentlich für mich ein bisschen traurig aus. Und was ich spüre, ist ein Mann in der geistigen Welt. Und ich weiß nicht, ob er hat dich nicht gut behandelt oder ob er bereut etwas. Also ich habe einen Mann in der geistigen Welt, er war ein junger Mann, also nicht der alte Mann, sondern der junge Mann, er war eigentlich sehr aktiv immer. Und es muss sein, es ist, ob er konnte nicht verabschieden bei dir. Also das ist etwas so ganz schnell gegangen und er konnte überhaupt keinen Abschied nehmen. Und er es sagt immer, ein Satz kommt immer in meinen Kopf, es tut mir sehr leid, dass alles so kompliziert war. Und es war kompliziert, ob die Beziehung war kompliziert. Es war eine sehr schwierige Beziehung, aber du hast ihn sehr geliebt. Ja. Und er dich auch. Und er redet immer von einem Baby. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schwanger warst, als er starb, oder ob er ein Baby hinterlassen hat oder ein Kind. Aber er redet vom Baby, hat nicht gesagt Kind, hat gesagt Baby. Mhm. Und es ist so zu sagen, dass er hat die Verantwortung jetzt immer noch von dieses Kind, obwohl natürlich ist in die andere Dimension. Mhm. Und eigentlich Mutter ist deine Aufgabe. Ja. Du bist eine gute Mutter, aber du zweifelst selber manchmal, gell? Und er war größer als ich, als ihn gesehen habe, und sah sehr sportlich aus. Mhm. Und ich habe das Gefühl auch, dass er hat nie Zeit gehabt. Wenn man wollte mit ihm reden, morgen oder nächste Woche, hat nie Zeit gehabt. Und er bereut das jetzt. Mhm. Ein Satz kommt immer, ich hätte mit Zeit genommen. Ja. Und er hat nie Zeit gehabt. Er war auch sehr bisschen stur in seiner Art. Ich habe das Gefühl, nein, dass man konnte ihm nicht ducken. Wenn er wollte nicht was unbedingt machen, dann man musste Geduld haben mit ihm. Aber er ist im Grunde genommen auch sehr sensibel. Aber er hat sehr viel Probleme auch mit sich gehabt. Mhm. Hast du mich verstanden? Okay. Ich möchte nicht so viele Fragen stellen, aber es zeigt mir immer Oktober und ein Herbst, Blumen. Ja. Und es muss sein, dass da ist eine besondere Verbindung. Ja. Gibt es Geburtstag, Sterbetag, etwas da, Sterbetag, weil er zeigt mir Blumen. Also das war im Oktober, stimmt. Okay. Das ist okay, weil er bringt Blumen und dann hat er im Mai auch jetzt Blumen gebracht. Geburtstag, weil er zeigt mir Rosen und Mai und er zeigt mir auch Champagnergläser. Und hat gern mit dir ein bisschen was getrunken. Ich meine nicht Mineralwasser. Hast du mich verstanden? Ja. Er lacht jetzt. Ja. Er ist lustig. Also ich mag ihn sehr. Er ist sehr warmherzig. Mhm. Aber das war einfach ein sehr guter Mensch, aber auch kompliziert. Stimmt. Und er redet von einer Brücke. Ich weiß nicht, ob er musste über eine Brücke gehen.
zu dir oder in der Arbeit. Ich blicke nicht durch. Er zeigt mir eine Brücke und ist, ob er oft über eine Brücke gegangen ist. Kannst du das überlegen ein bisschen? Ich weiß ja. Gell? Weil er ist sehr ganz nah zu dir. Ja. Okay, danke. Was heißt das? Erstmal Dankeschön. Was heißt das, über die Brücke gehen? Hier wird ja von meinem verstorbenen Freund gesprochen, also von dem habe ich auch eine kleine Tochter. Mhm. Und diese Brücke kann ich so voll, also nachvollziehen, weil wir uns ein Jahr lang gekannt haben. Mhm. Und er hatte immer in Amerika eine Freundin. Wir haben ein Jahr lang schon zusammen gelebt. Mhm. Und es ist aber nie was bei uns passiert. So, wir haben nach einem Jahr praktisch dann erst unsere Beziehung begonnen. Angefangen. Und ich denke, dass mit dieser Brücke eben Amerika und das gemeint ist. Und ihr habt ein gemeinsames Kind. Ja, ja? Eine kleine Tochter und er hat nicht sehr viel von ihr gehabt. Ja. Und ist leider an Krebs verstorben und da war sie ein Jahr und da ist er gestorben leider. Mhm. Mhm. Hast du zu ihm Gedankenkontakt? Ich denke immer, dass man das hat, aber im Moment nicht so, weil ich dann immer meine kleine Tochter sehe und denke dann immer, ich gucke in ihre Augen und denke dann, weiß, dass er denn bei mir ist. Okay. Ja. Also, ich hoffe, konnten dir damit ein bisschen helfen. Ja? Mhm. Ich finde das ganz prima, dass du gekommen bist. Das ist nochmal dein Applaus. Ich danke dir auch. Danke. Einmal darüber, Silke. Danke. Paul, jetzt stelle ich dir ein Ehepaar vor, und zwar Bettina und Werner. Herzlich willkommen. Komm zu mir. Also, auch da halte ich mich erstmal zurück. Wir können ja nachher noch ein bisschen reden. Ja? Seid ihr aufgeregt? Ist auch wichtig für euch beide, ne? Besonders für dich, oder? Ja. Okay. Okay, ich möchte zuerst, ich sehe, dass der Baby da ist, aber was ist ganz wichtig ist, dass ich habe ein Bub gespürt. Ich weiß nicht, ob das ein Bub ist, aber ein Baby, ein Bub. Und dann mein Gefühl ist, dass er, weißt du, man denkt, es ist ein kleines Baby, aber das ist nur das Fahrzeug für die Seele. In Wirklichkeit ist er frei von die Begrenzung von der physischen Körper und ist sehr clever. Und er macht sehr viele Sachen daheim bei dir. Und als kleines Baby konnte er nie Computer spielen oder Fernsehen oder Video ausschalten, aber er versucht solche Sachen jetzt zu machen. Das ist ein ganz, ganz cleverer Bub. Und ich komme zu dir, weil ich sehe immer ihn in deine Armen. Und ich weiß nicht, ich weiß, du bist die Mutter, aber ich weiß nicht, ob du ihm die letzte Erinnerung warst, dass er war in deine Armen oder ob du als Vater vielleicht hat ihm auch gern in Arm genommen, aber irgendwie sehe ich jetzt doppelt. Sie hält das kleine Puppe da und dann sehe ich ihn da und da bei dir, aber er war auch sehr wach und sehr, sehr lustig, aber ich sehe ihn jetzt als kleines Baby zum ersten Mal. Also es muss sein, dass er war immer noch kein Baby. Ich habe da ein Bild auch von einem Krankenhaus. Es muss sein, dass er war in einem Krankenhaus oder die haben Geräte gehabt da. Ich weiß nicht, aber ich war in einem Krankenhaus. Ja. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Also, aber er ist da. Ich habe eine Frau mit ihm, aber die Frau sah nicht so besonders alt aus. Ich weiß nicht, ob sie war um die 50 oder Ende 40. Das ist eine Dame. Und mein erster Eindruck war, ist das die Oma. Aber sie sah nicht wie ein Oma aus. Sie sah nicht so alt aus. Und sie kommt zwischen ihr beide. Und sie möchte auch da sein, also mit das Baby. Kannst du mich verstehen? Ja. Und sie kommt mit mutterlicher Liebe hier durch. Und sie hat jetzt dein Haar gestreichelt ein bisschen. Und sie bringt auch Osterglocken mit. Kannst du nachschauen, ob um die Zeit mit den Frühlingsblumen kommt, ob es einen Geburtstag oder Sterbetag gibt? Überleg mal, ich weiß nicht, Osterglocken sehe ich. Und ich bin nicht so sicher, ob sie, es hat was mit sie zu tun oder jemand hier auf die Erde. Es kann sein, sie möchte jemand begrüßen. Ja. Aber sie kommt und sie zeigt mir ausgerechnet Osterglocken und die sind Frühlingsblumen. Und ich komme wieder zurück zu der Sohn, weil er hat sehr viele Spielzeug.
Also er war sehr klein. Ich habe das Gefühl, er konnte nicht gehen. Aber er war sehr klein. Aber er hat wahnsinnig viele Sachen. Also ob auch in Krankenhaus, ob man dann, wie sagt man, Stofftier, oh, Puppen, also Stofftier hat er irgendwie, er hat die alle gespürt. Oder ob das ein Teddybär, verschiedene Sachen hat er und du hast die alle daheim. Du hast die alle daheim. Du hast ein Zimmer, wo seine Sachen sind noch da, obwohl er hat das nicht erlebt alles. Okay, also er war voller Liebe, hat gern gelächelt, obwohl er war sehr klein. Okay, danke. Dankeschön. Bettina und Werner, ich habe bei dir die Reaktion, es geht um euren gemeinsamen Sohn, es geht um den Christopher, ne? Ja. Der ist relativ jung verstorben. Wie alt war der? 9 Monate und 6 Tage. 9 Monate und 6 und der war krank, ne? Er war 4 Monate lang sehr krank. Mhm. Welche Krankheit hatte er? Er hatte einen bösartigen Gehirntumor. Oh Gott. Und daran ist er gestorben. Ja, genau. Ihr habt 2 Kinder in der Beziehung, aber es war dein erstes. Es war mein erstes Kind. Mhm, genau. Genau. Und du leidest auch ganz besonders drunter. Nicht, dass Mütter anders leiden oder weniger, das ist absoluter Blödsinn, aber. Also ich habe bislang 3 Kinder großgezogen, das war halt mein erstes eigenes Kind. Mhm. Deshalb, es war ein Kind unserer Liebe. Wir haben uns seit 3 Jahren total verliebt und das war echt ein Wunschkind. Und irgendwo am Anfang alles super, alles klasse und dann auf einmal diese Nachricht, dass er halt todsterbenskrank ist. Jetzt weiß ich, Werner, aus den Vorgesprächen, dass du auch Vater und Mutter verloren hast. Und als Paul gerade sagte, da ist eine Frau, die nicht so aussieht, so alt aussieht wie eine Oma, ja, das könnte vielleicht deine Mutter sein. Ne? Weil meine Mutter ist sehr jung gestorben, ich war 2 Jahre, da ist sie gestorben. Und ich habe sie selbst nie bewusst kennengelernt. Ja. Und unser Gedanke war immer der, dass unser Sohn, wenn dann zu meiner Mutter geht, und später ist ja dann mit 22 Jahren mein Vater noch gestorben. Mhm. Und da war immer meine Hoffnung da, dass die beiden sich wiederfinden und dass Christopher jetzt halt zu den beiden auch zufindet. Mhm. Und dass die da zusammen sind. Richtig. Und hinzu kommt halt, dass ich häufig Erscheinungen hatte, zum Beispiel beim Inlineskaten, dass ich mir so gedacht habe, er sitzt auf meinen Schultern und fühlt das, die Freude, dieser Windrausch, die Bewegung und die schöne Natur, das wollte ich mir alles zeigen. Ja. Okay. Hilft euch beiden das? Hilft euch das, wenn der Paul... Weil wir auch stark dran glauben und wir oft das Gefühl hatten, dass er da war. Mhm. Und er ist in eine bessere Welt, er hat keine Leiden mehr. Und das war uns wichtig. Und obwohl die Zeit so kurz war, das war ganz wichtig, weil du hast dann für ganz kurze Zeit diese Vaterschaft. Er lebt mit ihm und er wollte zu euch kommen, einfach die Liebe zu bringen. Also er hat viel Liebe ausgestrahlt. Sehr viel. Und wir haben ihm auch sehr viel Liebe gegeben. Ja, ja. Also egal wo er war, er hat sofort, hat er alle begeistert. Ja. Und jetzt macht er das immer noch, gell? Ja. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr meine Gäste wart. Bleibt bitte noch einen Moment sitzen. Wir machen eine kurze Pause. Und für mein Publikum hier, Paul hat auch gesagt, wenn wir hier Gäste einladen, dann kann ja jeder denken, okay, die kennen sich. Er wird auch gern mit dem Publikum arbeiten, also mit Ihnen. Was da passiert, das zeigen wir Ihnen nach der ganz kurzen Pause. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Wir haben mittlerweile im Publikum Platz genommen. Jetzt muss ich einmal noch was nachfragen, weil ich bin so unglaublich fantasievoll. Wie muss ich mir das vorstellen, Paul, wenn man jetzt hier so sitzt und ich denke, jeder Mensch hat in seinem Bekanntenkreis, in der Familie, da ist schon mal jemand gestorben. Ist es dann so, dass du ständig irgendwelche Botschaften bekommst und da was mitbekommst? Oder ist das nur so ganz speziell auf einen Zeitpunkt konzentriert und dann kann man auch was empfangen? Also das ist ein bisschen kompliziert und ich versuche das jetzt ganz einfach zu erklären. Ich arbeite durch ein geistige Führer und es ist, natürlich, jeder Mensch hier hat jemanden in den Geist gehört, aber er sucht einige Leute aus und dann und da ist ein Fokuspunkt dann für mich. Dann sehe ich ein kleines Licht normalerweise und dann weiß ich, ich muss da hingehen. Okay. Und wenn ich möchte da hingehen. Wenn ich dich jetzt frage, ob du bei irgendjemandem was siehst, ob du dieses, ich sag mal, dieses Licht spürst, könntest du das dann hier bestimmen und sagen,
In der Ecke oder so? Also das ist mehrere. Also ich denke, ich gehe vorne und schaue, ja? Aber es gibt mehrere. Und ich weiß, okay. Wir haben dann wenig Zeit. Ja? So, ich schaue einfach so. Ich versuche jetzt hier, ich möchte, dass ihr beide könnten jetzt zuhören, weil was die erste ist, dass ich habe ganz stark ein Mann bei mir und mein Gefühl war, dass es war keine normale Tod. Ich bin nicht so sicher, ob das war jetzt ob es war Selbstmord oder ob das war ein Unfall, aber es war kein normaler Tod. Und dieser Mann, es ist mir ein bisschen unklar, aber ich habe ihn gespürt zwischen euch beiden. Aber ich glaube, ich komme zu dir. Ich glaube, dass er möchte Kontakt mit dir aufnehmen. Kannst du das verstehen? Es ist, was unklar ist, es muss sein, dass der Tod war sehr schnell bei ihm. Und ich habe das Gefühl, dass es war nur Sekunden, dass es schlagartig war. Deswegen habe ich gedacht, es kann auch eine Art von Unfall sein. Dass er hat das nicht alles selber mitbekommen, weil es so schnell gegangen ist. Aber mein Eindruck war, er sah nicht krank aus. Deswegen sage ich jetzt, es war keine normale Tod, weil manchmal sehen Leute krank aus und dann weiß ich, die haben gelitten. Aber er sah überhaupt nicht krank aus. Und war auch ein Mensch, er ist fast nie zum Arzt gegangen. Ich habe das Gefühl, der Arzt hat wenig verdient von ihm. Stimmt. Der Apotheker auch. Also er sah gesund aus und so war er. Und er hat einen eigenartigen Humor. Ja. Also er hat einen Humor manchmal, dass man war nicht so sicher, ist er beleidigend jetzt oder ist das ein Witz? Also es war an der Grenze. Und wenn, aber er hat dich sehr geliebt, er kommt jetzt, streichelt deine Haare immer wieder. Aber er ist, nein, er hat dich sehr geliebt, aber er hat eine Art, manchmal, er konnte das nicht immer zeigen. Hast du mich verstanden? Und es ist, er war auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen launisch, aber er konnte schon Temperament haben. Ich habe Temperament gespürt. Ich habe das Gefühl, wenn etwas hat ihm nicht gepasst, dann hat er das gezeigt. Okay, und er hat nicht immer schöne Sprache. Hat nee. Ein paar, okay, das ist so Ausdrücke, die nicht so ganz fein sind. Aber er ist hier heute bei dir. Und ich weiß nicht, was er meint. Er hat gesagt, die Schlimmste ist vorbei. Es ist, ob seelisch die Schlimmste ist vorbei. Es ist, ob du hast sehr gelitten und jetzt musst du durch. Februar kommt immer wieder in meinen Kopf am Anfang des Jahres. Kannst du nachschauen, ob, also es muss nicht unbedingt Februar, es kann auch Ende Januar sein, aber Anfang des Jahres kommt immer wieder in meinen Kopf, ob da eine Beziehung ist, eine Erinnerung. Ja. Kennengelernt. Das ist okay, weil er sagt Erinnerung und hat mir Rosen gezeigt und er hat dir nicht Rosen geschenkt. Er war nicht eine Rosen zu schenken. Aber er hat gesagt, jetzt kann ich Rosen schenken, die kosten gar nichts in die geistige Welt. Jetzt schenkt er dir viele Rosen. Und das ist sein Humor wieder. Ja, weißt du, er gibt eins auf Dach. Ja. Aber er ist ganz, ganz lieb. Er hat auch, ich weiß nicht, ob er früher ein Hund sehr gern gehabt hat. Er zeigt mir ein Hund. Also ob ein Hund hatte besondere Bedeutung für ihn, weißt du, ob er hat sich gut verstanden mit Hunden. Ja, wir haben Hund. Gell? Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, dass er konnte sehr liebevoll sein mit dem Hund. Aber zeigt mir das alles. Und dann habe ich, Entschuldigung, ich muss schnell arbeiten, weil ich weiß, viele Leute sind hier. Aber ich habe jetzt eine Frau gesehen und sie konnte nicht gut gehen. Ich weiß nicht, ob sie war, wie sagt man, bettlägerisch oder ob sie konnte nicht aufstehen. Ich habe sie in Bett gesehen und sie hat mir die Eindruck gegeben, sie konnte nicht aufstehen von dem Bett. Die Frau war aber alt. Ich habe keine junge Frau gesehen, es war eine ältere Dame da und sie wollte dich in den Arm nehmen und drücken. Aber ganz fest. Und ich habe den Eindruck, dass sie war sehr bescheiden. Sie hat nicht viel Geld, sie war bescheiden und sie hat das verdammt schwer gehabt. Aber sie kommt durch mit so viel Liebe für dich. Und sie hat auch gesagt, das Schlimmste ist vorbei. Okay. Dankeschön, Paul. Bitte. Einmal noch zu mir. Auch wenn das jetzt uncharmant ist, aber jetzt muss ich fragen. Sind da stimmige Sachen für dein Leben? Eigentlich alle. Eigentlich alle. Ja, weil seine Mutter, die hat so einen Krebs gestorben. Also es geht um deinen Mann, ja. den er Paul ja, zuerst genau. gesehen hat, um deinen Mann. Mhm. Mhm. Der ist auch jung gestorben. Mit 33. Mit 33 ist der gestorben. Okay. Ist erschossen worden. Erschossen worden. Mhm. Oh. Nein. Und dann siehst du dann die Mutter von deinem Mann. Mhm. Genau, ja.
Das waren die Sachen. Die war auch eine sehr bescheidene Frau, also die hatten auch nicht viel Geld. Und das stimmt. Mhm. Ich würde bloß mal fragen, wie seine letzten Minuten waren, weil die haben jetzt einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Da wollte ich fragen, ob er das war. Oh, das ist sehr schwer. Was eine Satz kommt nur in meinen Kopf. Ich bin froh, dass einiges zu Licht gekommen ist. Aber ich kann mehr nicht sagen jetzt. Ich bin froh, dass einiges zu Licht gekommen ist und er braucht Zeit, sich zu erholen. Aber mehr kann ich nicht sagen von diesem Satz. Mhm. Aber es ist, ob er war, ich weiß nicht, ob er war in Schlaf. Er war in Schlaf. Von hinten. Mhm. Aber es ist, was durchgekommen ist, er braucht Zeit jetzt, sich zu erholen. Aber er war sehr stark. Er wollte unbedingt durch und der Mutter auch war stark. Mhm. Okay, also ist noch nicht lange her, ne? Nee, seit Weihnachten, 22. Nein, es ist sehr schnell. Es ist sehr schnell. Ist dein Bruder? Nee, Bekannte. Okay, danke euch beiden, ja, dafür. Danke dir ganz, ganz herzlich. Paul, bleib ruhig sitzen, weil eine Bitte habe ich noch, weil ich weiß, jetzt wird's Telefon nicht mehr stillstehen, auch das Internet www.vera.de. Sie kriegen alle Informationen und das Buch halte ich wirklich gerne in die Kamera, weil da stehen ganz, ganz wichtige Dinge drin. Ich sage danke und habe das Glück, dass wir uns morgen schon wiedersehen. Ne? Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Also, für heute ganz lieben Dank, einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit Brett. Tschüss. Dankeschön. War mir eine Ehre.